Ich würde nicht behaupten, dass die Räuber ein Lieblingstext von Schiller für mich sind. Ich würde auch nicht so weit gehen zu behaupten, dass Schiller einer meiner Lieblingsautoren ist. Ich bin aber ganz dankbar dafür, dass mir als Intendant, als Schauspielintendant des Nationaltheaters in Mannheim die Geschichte dieser Institution und das Erbe, auf das sie zurückblickt, gleichsam in den Schoß gefallen ist, weil ich es ungemein spannend finde, mich mit der Frage heraus auseinanderzusetzen, was Schiller für unsere Zeit überhaupt noch bedeuten kann. Ob er noch was bedeutet und wenn ja, was. Ich bin weder in der Lage zu sagen, nee, er bedeutet nichts mehr, noch würde ich mich zu dieser Plattitüde versteigen, zu sagen, Schiller ist auf jeden Fall immer aktuell, sondern ich finde, man muss von Produktion zu Produktion versuchen, neu herauszukriegen, was er für uns bedeuten kann. Und ich habe mir also, da ich nun mal dieses Erbe hier angetreten habe, auch vorgenommen, in regelmäßigen Abständen neue Schiller-Produktionen rauszubringen. Wir haben damals mit den Räubern eröffnet, 2018. Wir haben in der Folge Maria Stuart herausgebracht. Wir werden nächste Woche mit den Proben zur Jungfrau von Orléans beginnen. Und schönerweise ist es uns gelungen, bei jeder einzelnen Produktion, so schwer uns das mitunter auch gefallen ist, uns mit diesen Texten auseinanderzusetzen, doch Übertragungsmöglichkeiten in die Gegenwart zu finden. So viel zur Vorrede. Ich lese einen längeren und einen kürzeren Ausschnitt aus den Räubern, einmal aus dem ersten Akt. Der berühmte Monolog von Franz am Ende der ersten Szene des ersten Aktes, wo er sein Programm sozusagen vorstellt und dann noch einen ganz kurzen Ausschnitt aus dem vierten Akt. Ich bin kein professioneller Leser. Ich bitte mir also meine Unfähigkeit zur Emphase zu verzeihen. Ich habe große Rechte, über die Natur ungehalten zu sein und bei meiner Ehre, ich will sie geltend machen. Warum bin ich nicht der Erste aus Mutterleib gekrochen? Warum nicht der Einzige? Warum musste sie mir diese Bürde von Hässlichkeit aufladen, gerade mir? Nicht anders, als ob sie bei meiner Geburt einen Rest gesetzt hätte. Warum gerade mir diese Nase, gerade mir dieses Maul, diese Augen? Wirklich, ich glaube, sie hat von allen Menschensorten das Scheußliche auf einen Haufen geworfen und mich daraus gebacken. Mord und Tod. Wer hat ihr die Vollmacht gegeben, jenem dieses zu verleihen und mir vorzuenthalten? Könnt ihr jemand darum hofieren, ehe er entstund, oder sie beleidigen, ehe er selbst wurde? Warum ging sie so parteilich zu Werke? Nein, nein, ich tue ihr Unrecht. Gab sie uns doch Erfindungsgeist mit, setzte uns nackt und armselig ans Ufer dieses großen Ozeans Welt. Schwimme, wer schwimmen kann und wer zu plump ist, geh unter. Sie gab mir nichts mit. Wozu ich mich machen will, das ist nun meine Sache. Jeder hat gleiches Recht zum Größten und Kleinsten. Anspruch wird an Anspruch, Trieb an Trieb und Kraft an Kraft zernichtet. Das Recht wohnet beim Überwältiger und die Schranken unserer Kraft sind unsere Gesetze. Ich habe Langes und Breites von einer sogenannten Blutliebe schwatzen gehört, dass einem ordentlichen Hausmann den Kopf heiß machen könnte. Das ist dein Bruder. Das ist verdolmetscht. Er ist aus eben dem Ofen geschossen worden, aus dem du geschossen bist. Also sei er dir heilig. Das ist dein Vater. Er hat dir das Leben gegeben. Du bist sein Fleisch, sein Blut. Also sei er dir heilig. Ich möchte doch fragen, warum hat er mich gemacht? Doch wohl nicht gar aus Liebe zu mir, der erst ein Ich werden sollte. Hat er mich gekannt, ehe er mich machte? Oder hat er mich gedacht, wie er mich machte? Oder hat er mich gewünscht, da er mich machte? Wusste er, was ich werden würde? Das wollte ich ihm nicht raten, sonst möchte ich ihn dafür strafen, dass er mich doch gemacht hat. Kann ich es ihm Dank wissen, dass ich ein Mann wurde? So wenig, als ich ihn verklagen könnte, wenn er ein Weib aus mir gemacht hätte. Wo steckt denn nun das Heilige? Etwa im Aktus selber, durch den ich entstund? Als wenn dieser etwas mehr wäre als viehischer Prozess zur Stillung viehischer Begierden. Oder steckt es vielleicht im Resultat dieses Aktus, das doch nichts ist als eiserne Notwendigkeit, die man so gern wegwünschte, wenn es nicht auf Unkosten von Fleisch und Blut geschehen müsste? Soll ich ihm etwa darum gute Worte geben, dass er mich liebt? Das ist eine Eitelkeit von ihm, die Schoßsünde aller Künstler, die sich in ihrem Werk kokettieren, wäre es auch noch so hässlich. Sehet also, das ist die ganze Hexerei, die ihr durch einen heiligen Nebel verschleiert, unsere Furchtsamkeit zu missbrauchen. Soll auch ich mich dadurch gängeln lassen wie einen Knaben?
Frisch also, mutig ans Werk, ich will alles um mich her ausrotten, was mich einschränkt, dass ich nicht Herr bin. Herr muss ich sein, dass ich das mit Gewalt ertrotze, wozu mir die Liebenswürdigkeit gebricht. Das war Akt 1 und jetzt noch kurz ein Auszug aus Akt 4, wo er dieses Thema nochmal aufgreift. Hängt nicht das Dasein der meisten Menschen mehrenteils an der Hitze eines Juliusmittags oder am anziehenden Anblick eines Betttuchs oder an der waagrechten Lage einer schlafenden Küchengrazie oder an einem ausgelöschten Licht? Ist die Geburt des Menschen das Werk einer viehischen Anwandlung, eines Ungefährs? Wer sollte wegen der Verneinung seiner Geburt sich einkommen lassen, an etwas Bedeutsames zu denken? Es war etwas und wird nichts, heißt es nicht ebenso viel, als es war nichts und wird nichts und um nichts wird kein Wort mehr gewechselt. Der Mensch entsteht aus Morast und wartet eine Weile im Morast und macht Morast und gärt wieder zusammen in Morast, bis er zuletzt an den Schuhsohlen seines Urenkels unflätig anklebt. Das ist das Ende vom Lied, der morastige Zirkel der menschlichen Bestimmung. Vielen Dank. In der Tat, lieber Holzhauer, vielen Dank. Der Zufall bestimmt das Leben, die Ungerechtigkeit und zu Staub wird alles. Große biblische Themen in den Räubern. Fehlt Ihnen Schiller? Das Schöne ist ja, wenn man solch eine Frage gestellt bekommt, dass man tatsächlich beginnt, darüber nachzudenken, sich mit der Antwort womöglich etwas schwer tut und sich dann fragt, warum hat man denn so und nicht anders geantwortet. Mir fehlt Schiller nicht, aus zwei Gründen. Erstens ist er ja da. Seine Stücke sind da und werden immer noch gespielt. Seine philosophischen Schriften sind da, seine Gedichte sind da. Sein Werk ist verfügbar. Es ist aus meiner Sicht relativ gut erforscht. Und es steht uns zur Verwendung, zum Gebrauch zur Verfügung. Und wenn etwas da ist, warum sollte ich das vermissen? Und das Zweite ist natürlich, fehlt eine Person wie Schiller als Impulsgeber für heutige Debatten. Das kann ich nicht einschätzen und ich finde es ein bisschen ungerecht. Oder wenn man sowas sagt und sagt, ja, er fehlt als Impulsgeber für heutige Debatten, dann finde ich das ein bisschen ungerecht denjenigen gegenüber, die ja heute diese Impulse setzen. Die große Schiller-Verehrung setzt er ja dann doch erst nach seinem Tod ein. Und wer kann sich schon anmaßen, heute zu beurteilen, wer rückblickend betrachtet die großen Impulsgeber unserer Zeit gewesen wären. Und insofern finde ich, sollten wir lieber auf die Gegenwart gucken, sollten wir uns mit denjenigen auseinandersetzen, die heute Dinge beizutragen haben, die uns verstehen helfen, in was für einer Situation wir uns befinden und unseren Seelenheil nicht in der Vergangenheit suchen, was nicht ausschließt, dass wir uns mit dieser Vergangenheit beschäftigen können, weil dafür, wie gesagt, stehen die Werke ja zur Verfügung. Darf das natürlich in die Runde geben. Wir sollten das Seelenheil nicht beim Altvorderen Schiller suchen, sondern eher bei denen, wenn überhaupt nach Seelenheil gesucht wird, nach Impulsen vielleicht besser, bei denen, die heute da sind. Und Schiller ist ja da. Ich hätte zu beidem jede Menge Einwände und freue mich aber auf die Kommentare unserer beiden anderen Podiumsgäste. Naja, gut. Also, ich würde vorschlagen, man kann sich ja an jemanden reiben. Und ich denke, Texte aus der Vergangenheit dienen dazu, dass man sie mit heutigen Augen anschaut und durch sie vielleicht auf das Heute kommen kann und sehen kann, was sozusagen vielleicht auch falsch gelaufen ist oder was sozusagen anders zu machen ist und so weiter. Also insofern ist ein Schiller natürlich unverzichtbar in seinen Ansprüchen, die er sozusagen der Gesellschaft gegenüber hat und natürlich gegenüber dem Mittel, das er dafür einsetzt, nämlich eine Kunstform. Und die hat natürlich schon die Gesellschaft auch geprägt. Also ich glaube, wir haben das, was wir heute in den europäischen Demokratien haben, ist natürlich auch diesen Geistern zu schulden. Und sie haben uns so quasi auch dies ermöglicht, eine Gesellschaft zu bauen, die großteils zivil war oder sagen wir, die Möglichkeit gegeben hat, Menschlichkeit walten zu lassen, auch wenn sie uns davor nicht geschützt hat. Und die Frage stellt sich für mich heute, und deswegen ist natürlich
Verstehe ich das, wenn man sagt, er fehlt nicht, Schiller, weil wir heute andere Probleme haben, die nicht das, die wir mit diesen Texten nicht unbedingt beantworten können. Und ich glaube, dass da sozusagen etwas gerade auch in der letzten Zeit sich auftut, was mit dem Verständnis, und ich werde es in dem Text dann auch nochmal hervorheben, von der Schaubühne, wo man ganz klar erkennt, dass er von einem Oben und einem Unten spricht, von einer Hierarchie, die meiner Ansicht nach zwar heute noch immer existent ist, schärfer, aber anders zu verstehen ist und anzupacken ist. Und insofern fehlt er und fehlt nicht. Herr Schettwan, sehr gern. Das Mikrofon, bitte. Jetzt hören Sie mich, oder? Jawohl. Ja, okay, Entschuldigung. Ich glaube, dass wichtig ist mit Thematik Schiller, unabhängig davon, Aufführung oder nicht, oder ist das deutsche Theater, glaube ich, ist immer noch davon geprägt, von dieser Zeit. Sagen wir mal so, die deutsche Klassik, die Vorstellung vom Theater, auch ein Nationaltheater in Mannheim, ist immer noch geprägt von die Art und Weise, wie Schiller, Goethe und so weiter gedacht haben. Und letztendlich, dass es eine Art zu denken, um die eine Nation letztendlich sich sammelt oder sich in Texten anerkennt und so weiter. Und ich glaube, das ist das Problem mit heute, ist, dass heute ist schwierig, Autoren zu haben, die dann für eine Gruppe reden würde, um die eine ganze Nation sich sammeln würde. Diese Texte wurden kreiert in einer Zeit, wo eine deutsche Identität sich sucht, baut, bürgerlich und so weiter. Und heute ist schwierig, dass ein Autor auftritt, um den eine ganze Bühne, eine ganze Zuschauerkonstellation sich sammeln könnte. Und ich glaube, das ist das Schwierige gerade für die Theater. Die Theater auf einer Seite haben immer noch den Anspruch auf ein universelles Denken für ihr Publikum in einer Stadt. Und gleichzeitig ist es letztendlich unmöglich, heute das zu erreichen, weil eine Pluralität, Diversität das Thema ist heute. Und deswegen finde ich interessant, Schiller zu untersuchen, weil wir kommen aus dieser Zeit immer noch. Und ich glaube, die Fragen von heute und die Komplexität, die wir heute haben, haben damit zu tun, dass wir eigentlich immer noch nicht Schiller hinter uns ganz gelassen haben, behaupten aber, dass wir weit davon wären. Und die Theater, wie die Dramaturgie konstituiert ist, wie alles die Theater funktionieren, ist immer noch eigentlich aus dieser Zeit geprägt, was der aufklärerischen Anspruch der Theater angeht. Und da, glaube ich, ist eine Divergenz, die gerade spannend ist. Vielen Dank, Herr Stettwan. Bei aller Prägung würde ich sagen, das wäre für mich eine gute Nachricht, wenn wir noch aus der Aufklärung geprägt wären und nicht allein aus dem stark nationalen 19. Jahrhundert, bei allen Schwierigkeiten, die Sie zu Recht auch schildern. Herr Holzhauer. Ich kann da nahtlos anknüpfen an dem, was sowohl Elisabeth Schläger als auch Laurent Schettwan gesagt haben. Ich stimme Laurent Schettwan auch dahingehend zu, dass auch ich denke, dass unser Theaterverständnis noch sehr stark geprägt ist von dem Theaterverständnis, das Schiller ja ganz maßgeblich mit entwickelt hat. Wir werden ja gleich noch auf den Text der Schaubühne als moralische Anstalt zu sprechen kommen. Wenn da vom Theater als einer Schulmeisterin der Nation sinngemäß die Rede ist oder auch die wirklich für die deutsche Theaterlandschaft aus meiner Sicht eigentümliche Textfixiertheit. Also für viele ZuschauerInnen ist Theater im Grunde verlebendigter Text, das verlebendigte Reklamheft. Das ist, wenn man sich mal umguckt, in nicht-deutschen Theatertraditionen ganz anders. Und das ist natürlich einerseits gut, ich will das gar nicht bewerten. Das ist einfach nur, sagen wir mal, eine Spezialität der Theaterlandschaft in Deutschland. Bis hin ja zu dieser eigenwilligen Fixierung auf Sprache und auf das Sprechen, auf das Bühne, auf die Bühnensprache, das Bühnendeutsch. Es gibt ja eine interessante Linie von Schiller vom Ende des 18. Jahrhunderts, beispielsweise zum Ende des 19. Jahrhunderts. Da gab es diesen berühmten Sprachforscher Theodor Siebs,
der auch nochmal dieses Bild vom Theater als Lehrmeisterin der Nation aufgegriffen hat, die den Deutschen, die oder die helfen sollte, in Deutschland das Hochdeutsche durchzusetzen. Und das steckt tatsächlich, glaube ich, noch ganz tief, dieses Verständnis ganz tief in uns drin. Und auch wenn ich sage, dass mir Schiller nicht fehlt, heißt es nicht, dass ich nicht dankbar dafür bin, dass uns seine Werke zur Verfügung stehen und wir uns tatsächlich, wie Elisabeth Schläger das ja gesagt hat, an ihnen reiben, mit ihnen auseinandersetzen können. Das finde ich ja das Tolle an den Möglichkeiten, die das Theater heute hat, dass es auf so viele Texte aus so unterschiedlichen Epochen, aber auch auf so viele mittlerweile verschiedene Theaterformen aus ganz verschiedenen Kontexten zugreifen kann. Das finde ich einen großen Gewinn. Vielen Dank. Ich würde vielleicht, bevor wir am zweiten den theoretischen Text hören, noch einmal zurückfragen. Worüber wir jetzt sprachen, war, was wurde aus Schiller gemacht, also viel, wie prägte er Bühnenpraxis bis hin zum großen Sprachlehrer, was natürlich nicht ganz ohne Ironie ist, dass der Schwabe Schiller zum Lehrer der Schriftsprache für die Deutschen werden sollte. Ich selber finde es natürlich ganz, ganz selbstverständlich als Schwabe, ne? Denn es gibt keine bessere und trefflichere als diese. Aber davon abgesehen, wenn wir von diesen Überlagerungen nochmal zurückgehen zu Ihrem Text, dann, Herr Holzhauer, stecken darin doch diese urmenschlichen Konflikte. Und die sind doch bis heute zu verhandeln, die sind doch da. Das ist wie in der griechischen Tragödie auch. Also als ich es nochmal hörte, was Sie lasen aus den Räubern, dachte ich an Kain und Abel. Warum er und nicht ich? Warum bin ich der Zweite? Wie spielt mir das Schicksal ins Leben? Der Zufall, der alles bestimmt. Das sind doch Elemente, die überzeitlich so lange uns beschäftigen werden, wie es Menschen gibt. Egal, ob man daraus noch ein versprachliches Reklamheft macht oder die Nation einen will oder was auch immer an Überlagerungen dazu kommt. Der Kern ist das ewig Menschliche. Stimme ich Ihnen vollkommen zu. Deswegen habe ich die Stelle ja auch ausgewählt, weil sie so ein ganz grundsätzliches menschliches Problem aufmacht. Einerseits sind das ja ganz alte, auch literarische Motive, biblische Motive zum Teil. Auch die Geschichte vom verlorenen Sohn steckt ja in den Räubern drin. Auch die Frage, jeder, der Kinder hat, wird die sich auch stellen müssen, also der mehr als ein Kind hat, was passiert, wenn Kinder ungleich behandelt werden, wozu führt denn das? Steckt aber auch die große Frage drin, wie geht denn eigentlich eine Gesellschaft mit den überschüssigen Energien ganzer Gruppen von Menschen, von jungen Männern überwiegend um, die sich in Zerstörungswut entladen können, wenn man keinen anderen Kanal für sie findet. Das ist einerseits richtig, andererseits finde ich, sind natürlich die Räuber wirklich auch ein Produkt ihrer Zeit und markieren die gesellschaftlichen und philosophischen Diskurse, die diese Zeit, gerade die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts, geprägt haben. Und was ich faszinierend finde in einem Stück, der Rüdiger Safranski hat das mal so beschrieben, dass das im Grunde so eine Art Experimentieranordnung ist. Also hier haben wir den, auf der einen Seite haben wir den gewissenlosen, radikalen Materialisten, auch hemmungslosen Materialisten Franz, auf der anderen Seite, der so für kalte Vernunft im Grunde spricht, und auf der anderen Seite den glühenden Gefühlsmenschen Karl, dessen enttäuschter Idealismus dann eben in Gewalt umschlägt. Das sind ja Diskurse, die damals geführt wurden. Wer oder was bestimmt eigentlich meinen Platz in der Welt, meinen Platz in der Gesellschaft? Und das sind Fragen, die sich interessanterweise heute wieder ganz ähnlich stellen, nachdem wir ja zum großen Teil noch in dem Bewusstsein aufgewachsen sind, tatsächlich frei zu sein und Herr über unseren Willen zu sein, hat ja die Hirnforschung in den letzten Jahren das zum Beispiel sehr in Frage gestellt und behauptet, wir machen nicht, was wir wollen, sondern wir wollen, was wir machen. Und im Grunde ist das ja dann auch eine Diagnose, die wieder zu dem Experimentator Schiller und seiner Untersuchung dieser verschiedenen Lebensumstände zurückführt. Zugleich finde ich, wirft der Text aber auch auf, da ist die Frage, sollten wir, und wir können Themen der heutigen Zeit in diesen alten Texten erzählen,
Aber die Frage ist auch, müssten wir nicht genauso dringend, wie wir uns mit älteren Texten auseinandersetzen, auch nach neuen Texten suchen, die die heutige Situation beschreiben und vielleicht auch aus einer anderen Perspektive erzählen. Und in dem Text steckt natürlich in den Räubern auch eine ganze Menge drin, was wir heute als problematisch empfinden. Also wer die Räuber sehr gut kennt, wird ja gemerkt haben, wer diesen Monolog von Franz sehr gut kennt, dass ich bestimmte Begriffe weggelassen habe, zum Beispiel in dieser Selbstbeschreibung, wenn er von seinem Maul, seinen Augen, seiner Nase spricht, wo wir heute sagen würden, das sind rassistische Stereotype, die er da gebraucht. Das ist ein, und da, wo wir uns als Theatermacher, die heute in dieser Zeit, in dieser Gesellschaft agieren, uns ja fragen müssen, wie wollen wir mit diesen Begriffen umgehen und wie zeigen wir, dass wir reflektiert mit ihnen umgehen. Das andere ist beispielsweise die Figur der Amalie, wo Schiller ja selber hinterher eingestanden hat, naja, er hatte im Grunde keine Ahnung von Frauen und deswegen ist die Figur ein bisschen dürftig ausgefallen, wo wir ja sagen, so eine Frauenfigur würden wir vielleicht heute nicht mehr auf die Bühne stellen wollen oder haben Schwierigkeiten, überhaupt eine Begründung zu finden, warum wir sie auf die Bühne stellen. Und auch diese testosterongeschwängerte Welt der Räuber, haben wir die uns nicht lange genug erzählt? Wäre es nicht auch Zeit, andere Welten auf die Bühne zu stellen? Insofern wäre ich ein großer Befürworter des sowohl als auch das eine tun, ohne das andere zu lassen, sehr vehement nach heutigen Stoffen zu suchen im Theater und trotzdem vielleicht immer mal wieder auch einen Blick zurückzuwagen und zu überprüfen, inwieweit die Texte vergangener Epochen, das ist ja nicht nur Schiller, tatsächlich für die Gegenwart gewinnbringend produktiv zu machen wären. Vielen Dank, Herr Holzhauer. Das führt ganz selbstverständlich, glaube ich, jetzt zum Schiller als Theoretiker der Bühne, wo er sich solche Fragen auch genau stellt. Und damit zu Frau Schweger und dem zweiten Text. Nichtsdestoweniger, glaube ich, knüpfen wir in der Fortführung der Diskussion mit Sicherheit genau da wieder an. Was sollten wir zum Beispiel auch kritisch benennen bei Schiller? Das kann der Rassismus sein, das kann auch die überschießende Energie junger Männer sein, unter der wir, glaube ich, eher leiden, als dass sie uns hilft. Frau Schweger, die Bühne als moralische Anstalt. Was für eine Überschrift, was für ein Anspruch. Ja, ein Riesenanspruch. Ja, danke erstmal für die Einladung. Danke auch für die Anregung, über doch einen großen Autor nachzudenken, der das Theater, wie Laurent Chétoine noch richtig gesagt, bis heute eigentlich prägt. Und ich habe mich für diesen Text entschieden, weil ich glaube, dass er wirklich noch bis heute wirksam ist, dass wir uns danach orientieren und dass unser Verständnis im deutschsprachigen Raum zumindest vom Theater ganz stark davon geprägt ist. Und wie ich den Text nochmal gelesen habe, habe ich mir gedacht, diese Wörter habe ich ebenso eingesetzt. Ich habe es immer wieder formuliert, auch wie ich Intendantin in Frankfurt war, habe ich mir gedacht, ich höre mich selbst, ja, und weiß, auf welcher Tradition ich sozusagen fuße. Und trotzdem bin ich der Meinung, ich bin nicht der Meinung, dass wir Texte, die in einer bestimmten Zeit geschrieben sind, dann plötzlich Wörter rausnehmen, weil sie dem neuen Diskurs nicht entsprechen. Das finde ich hochproblematisch. Ich finde es richtig, Christian, wenn du sagst, wir müssen Wege finden, dann sozusagen reflektiert diese einzusetzen, um auch die Dissonanzen herauszuheben und auch, glaube ich, dadurch uns auch die Möglichkeit zu geben, über die heutigen schwierigen Aufarbeitungen unserer Herrschaftsverhältnisse uns klarer zu werden. Und Schiller ist natürlich eine Möglichkeit, aber es ist eine Möglichkeit, die in einem alten Herrschaftssystem noch denkt. Und das spürt man diesem Text auch an. Und trotzdem hat er eine Großzügigkeit und eine Weite, die ich nach wie vor interessant finde. Immer noch die Frage, aber vielleicht können wir danach kommen, ob das Instrument des Theaters heute diesen Anspruch noch überhaupt gerecht werden kann. Ich habe jetzt den Text, ich lese nicht ganze Passagen, sondern ich habe ein paar Sätze rausgenommen, von denen ich glaube, dass wir sie immer wieder noch nutzen und wo man so quasi eine Verdichtung seiner Ansprüche und seiner Forderungen klar erkennen kann. Aber der Wirkungskreis der Bühne dehnt sich noch weiter aus, auch da, wo Religion und Gesetze es unter ihrer Würde achten, Menschenempfindungen zu begleiten, ist sie für unsere Bildung noch
geschäftig. Das Glück der Gesellschaft wird ebenso sehr durch Torheit als durch Verbrechen und Laster gestört. Eine Erfahrung lehrt es, die so alt ist als die Welt, dass im Gewebe menschlicher Dinge oft die größten Gewichte an den kleinsten und härtesten Fäden hangen. Und wenn wir Handlungen zu ihrer Quelle zurückbegleiten, wir zehend mal lächeln müssen, ehe wir uns einmal entsetzen. Sie ist, diese Bühne, der Wirkungskreis, ist es, die der großen Klasse von Toren den Spiegel vorhält und die tausendfachen Formen derselben mit heilsamen Spott beschämt. Was sie oben durch Rührung und Schrecken wirkte, leistet sie hier, schneller vielleicht und unfehlbarer, durch Scherz und Satire. Wenn wir es unternehmen wollen, Lustspiel und Trauerspiel nach dem Maß der erreichten Wirkung zu schätzen, so würde vielleicht die Erfahrung dem Ersten den Vorrang geben. Spott und Verachtung verwunden den Stolz des Menschen empfindlicher, als Verabscheuung sein Gewissen foltert. Vor dem Schrecklichen verkriecht sich unsere Feigheit, aber eben diese Feigheit überliefert uns dem Stachel der Satire. Gesetz und Gewissen schützen uns oft vor Verbrechen und Lastern. Lächerlichkeiten verlangen einen eigenen feinen Sinn, den wir nirgends mehr als vor dem Schauplatze üben. Aber ihr großer Wirkungskreis ist noch lange nicht geendigt. Die Schaubühne ist mehr als jede andere öffentliche Anstalt des Staats eine Schule der praktischen Weisheit, ein Wegweiser durch das bürgerliche Leben, ein unfehlbarer Schlüssel zu den geheimsten Zugängen der menschlichen Seele. Ich selbst bin der Meinung, dass vielleicht Molières Apargon noch keinen Wucherer besserte, dass der Selbstmörder Beverly noch wenige seiner Brüder von der abscheulichen Spielsucht zurückzog, dass Karl Moors unglückliche Räubergeschichte die Landstraßen nicht viel sicherer machen wird. Aber wenn wir auch diese große Wirkung der Schaubühne einschränken, wenn wir so ungerecht sein wollen, sie gar aufzuheben, wie unendlich viel bleibt noch von ihrem Einfluss zurück. Wenn sie die Summe der Laster weder tilgt noch vermindert, hat sie uns nicht mehr mit denselben bekannt gemacht. Mit diesen Lasterhaften, diesen Toren müssen wir leben. Wir müssen ihnen ausweichen oder begegnen. Wir müssen sie untergraben oder ihnen unterliegen. Jetzt überraschen sie uns nicht mehr. Wir sind auf ihre Anschläge vorbereitet. Aber nicht genug, dass uns die Bühne mit Schicksalen der Menschheit bekannt macht. Sie lehrt uns auch gerechter gegen die Unglücklichen sein und nachsichtsvoller über ihn richten. Eine merkwürdige Klasse von Menschen hat Ursache, dankbarer als alle übrigen gegen die Bühne zu sein. Hier und dann hören die Großen der Welt, was sie nie oft oder selten hören, Wahrheit. Was sie nie oder selten sehen, sehen sie hier, den Menschen. So groß und vielfach ist das Verdienst der besseren Bühne um die sittliche Bildung. Kein geringeres gebührt ihr um die ganze Aufklärung des Verstandes. Eben hier in diesen höheren Sphären weiß der große Kopf, der feurige Patriot, sie erst ganz zu gebrauchen. Er wirft einen Blick durch das Menschengeschlecht, vergleicht Völker mit Völkern, Jahrhunderte mit Jahrhunderten und findet, wie sklavisch die größere Masse des Volkes an Ketten des Vorurteils und der Meinung gefangen liegt, die seiner Glückseligkeit ewig entgegenarbeiten. Dass die reinen Strahlen der Wahrheit nur wenige einzelne Köpfe beleuchten, welche den kleinen Gewinn vielleicht mit dem Aufwand eines ganzen Lebens erkauften. Wodurch kann der weise Gesetzgeber die Nation derselben teilhaftig machen? Die Schaubühne ist der gemeinschaftliche Kanal, in welchen von dem denkenden besseren Teil des Volkes das Licht der Weisheit herunterströmt und von da aus in milderen Strahlen durch den ganzen Staat sich verbreitet. Vielen Dank, Frau Schweger. Gerade am Schluss kann man natürlich genau diese Gesellschaftsvorstellung, von der Sie kritisch sprachen, nicht leugnen. Das hat ja was Paternalistisches. Von oben herab fließt also der Strom der Gedanken und der Aufklärung ins Volk. Einerseits. Andererseits beim Wiederhören gerade. Wir begannen ja damit, dass es sich bei diesem Text um einen ungeheuer großen formulierten Anspruch handelt. War ich fast überrascht von der Zurücknahme dieses Anspruchs.
Man könnte sagen, ich spreche jetzt mal als Bankier, der gute Schüler hat saldiert. Und er sagt, wenn es gar keinen Überschuss an Tugend gibt, nach Abzug all der unglücklichen Taten, dann hat die Bühne schon was erreicht, wenn sie es uns nur vor Augen führt. Das fand ich jetzt beim Wiederhören sogar zurückhaltend. Fehlt Ihnen Schiller? Also einerseits finde ich ja das nach wie vor großartig, den Anspruch, den er hat. Man muss auch dazu sagen, dass 20 Jahre später hat er ja den Text auch ein bisschen widerlegt. Und das hat vielleicht auch gute Gründe. Also das, was ich, es ist richtig, was er sagt, was man erkennen kann über das Theaterspiel, über das Vorführen. Ich finde aber, das möchte ich nochmal sagen, dieses hierarchisch-vertikale von oben nach unten beinhaltet auch eine unglaubliche Anmaßung, zu erkennen, wo die Wahrheit liegt. Und ich glaube, in diesem Punkt kann ich einfach nur sagen, die Anmaßung, zu glauben, zu wissen, wo sozusagen das Richtige liegt, ja, das würde ich mir heute nicht mehr zutrauen. Also gerade, er spricht davon, dass er Völker mit Völkern vergleicht, Jahrhunderte mit Jahrhunderte. Wie kann er dann sozusagen ansprechen, dass es da eine Wahrheit gibt? Es gibt eben ganz viele Wahrheiten. Die Globalisierung der letzten Jahre hat uns genau das sozusagen vorgeführt. Und das ist auch die Zerbrechlichkeit unserer Zeit, dass wir erkennen können, es gibt nicht eine Wahrheit, sondern es gibt viele. Und den Anspruch, den er hat, dass wir den Toren und den Dummen und den Verbrecher auch erkennen lernen müssen, das müsste er eigentlich auf den gesellschaftlichen Prozess auch ausdehnen. Und das tut er nicht. Er denkt tatsächlich als deutscher Patriot. Und das ist zu wenig. Und insofern ist, also wenn man sich mit Schiller beschäftigt, müsste man genau diese Schwachstelle herausarbeiten, weil die natürlich auch einen bestimmten Geist beinhaltet, der uns heute auch daran hindert, das Fremde wirklich zuzulassen als das Fremde und das Schöne und das Gute. Ja? Und weil wir glauben, wir wissen aufgrund der schillerschen und der aufklärerischen Arbeit, die wir geleistet haben, dass das der richtige Weg ist. Und ich glaube, das sind die Dissonanzen, die heute weltpolitisch auf dem Tisch liegen. Ja? Und wir haben dafür keine Lösung. Aber Schiller ist nicht die Lösung. Aber wir können uns an ihm reiben, um vielleicht herauszufinden, was wir da anders denken müssen. Ja? Und insofern fand ich diesen Text natürlich, ich habe ihn auch gewählt, weil ich auch selber wissen wollte, auf was fußt eigentlich mein Denken, ja, und mein ganzer Anspruch an das Theater? Und wie bin ich auch als Leiterin von Theatern überhaupt oder Festivals rangegangen an die Sache? Und natürlich bin ich geprägt genau von diesem Geist. Aber das ist, trotzdem man sehr, wenn man multikulturell gearbeitet hat und wirklich neugierig war, was andere Regionen, Länder, Kulturen einem alles anbieten, haben wir es immer aus der Warte eben dieser schillerschen Aufklärung her beobachtet. Und da denke ich einfach, müssen wir heute neue Wege finden und auch neue Ästhetiken und womöglich auch andere Orte als das Theater, um das zu bewältigen. Danke Ihnen. Dazu würde ich nachher gerne auch noch meine Frage in die Runde stellen. Sie hatten es alle drei schon in Teilen angesprochen. Welche Wirkung kann ein Theater heute überhaupt noch haben? Aber vorher vielleicht zurück zu diesem inneren Widerspruch. Ich finde es auffällig und ich finde es gut, dass wir ihn jetzt so klar benennen. Ich hatte es vorher vorgelesen, ne? Langhoff, Berlin, jede von uns ist viele. Das ist zuweilen unheimlich. Aber darum geht es, das auf der Bühne darzustellen. Was ich nun gerade unheimlich finde, ist, dass Schiller diesen gedanklichen Widerspruch entweder stehen lässt oder nicht auflöst oder gar nicht bemerkt, dass er einerseits die Bühne sieht als den Ort, an dem ganz unterschiedliche Haltungen verhandelt werden. Man denke zum Beispiel an Maria Stuart. Es ist ja sehr schwer am Ende zu sagen, wer ist hier die Gute, wer ist die Böse. Oder man denke an die Versuchsanordnung in den Räubern oder auch den Widerstand in Wilhelm Tell und die Debatte, ob der Zweck die Mittel heiligt. Das sind ja alles letztlich unauflösbare Debatten, in die wir Menschen verstrickt sind, die zu Handlungen führen, die zum Teil ganz grausame Folgen haben.
einerseits. Und andererseits glaubt er aber offenbar, daraus eine Wahrheit destillieren und von der Bühne herab verkünden zu können. Erstaunlich, dass der innere Widerspruch ihm nicht selber früher auffiel. Aber bitte. Naja, ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, dass Schiller das in einer Zeit geschrieben hat, wo es wirklich einen Gesellschaftenumbruch gab, einen riesigen, und zwar vom Feudalen zu einer Industriegesellschaft, wo sich sozusagen auch die Machtverhältnisse verschoben haben. Also das feudale System ist zusammengebrochen und hat nicht mehr wirklich seine Berechtigung gehabt. Und es kam ein Bürgertum auf, das sich erstmal bilden musste. Also ich glaube, das sollte man nicht vergessen, wenn man sich heute mit Schiller beschäftigt. Aber wir sind in einer ähnlichen Umbruchphase. Und insofern kann man ja auch lernen aus diesen, wie verhält sich der Blick auf Gesellschaft in einer Umbruchphase und was könnten wir sozusagen lernen aus Schillerschen Texten, was wir nicht wiederholen sollten an Irrtümern oder an Widersprüchen. Also das wäre der Punkt, wo ich sage, Schiller ist nach wie vor unverzichtbar, weil er sozusagen in einer Zeit das formuliert hat, wo ich glaube, dass es heute Parallelen gibt. Nur, dass wir heute nicht mehr von Feudalismus und Bürgertum sprechen, sondern von ganz anderen Konstellationen. Ich darf das in die Runde geben, Herr Holzhauer. Ja, ich würde da gerne an zwei Aspekte anknüpfen. Also das eine ist ja zu Recht der Verweis auf diesen gesellschaftlichen Umbruch, den Schiller als ja relativ junger Mensch erlebt hat. Und der ja, also ich glaube, diese Rede von der moralischen Anstalt hat er so um 1784 rumgehalten. 5 Jahre später war die Französische Revolution da und die kam ja nicht aus dem Nichts, sondern hatte sich ja angekündigt. Und die hatte er ja anfänglich doch eigentlich recht euphorisch begrüßt, um dann aber auch relativ schnell, als er sah, was da tatsächlich abging, zurückzurudern. Und dann unter diesem Eindruck auch die Texte, die Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen zu schreiben, wo er sagt, okay, Gewalt ist vielleicht doch keine Lösung, vielleicht müssten wir erstmal unsere Vernunft und unsere Empathiefähigkeit trainieren, bevor wir hier gesellschaftliche Veränderungen vornehmen. So könnte man das wohlwollend formulieren. Man könnte natürlich auch kritisch formulieren, das ist eine sehr deutsche Haltung. Bitte mach auf keinen Fall Revolution, sondern beschäftige dich nicht mit Politik, sondern beschäftige dich lieber mit Kunst. So könnte man ja die Briefe über die ästhetische Erziehung auch in Kürze zusammenfassen. Und manche Menschen tun das ja auch. Ich finde, das ist aber eine interessante Debatte. Wie führt man denn gesellschaftliche Veränderungen herbei und welcher Voraussetzungen bedarf es dafür? Auch die Frage, Schiller ja ein Freiheitspathetiker, auch Gerechtigkeitspathetiker, wie führt man denn Freiheit, was auch immer das bedeutet, oder Gerechtigkeit herbei? Und welche Voraussetzungen braucht es, um wirklich frei sein zu können? Das ist nicht zu Ende diskutiert, aus meiner Sicht. Und ich weiß nicht, ob Schiller dafür die Antwort liefert, aber es schadet aus meiner Sicht nichts, sich dann auch mit ihm zu beschäftigen, auf dem Weg zur Beantwortung dieser Frage. Und der andere Punkt ist auch ein interessanter zur Wirkung des Theaters und auch zu den Möglichkeiten des Theaters, ist eben die Theatertradition, in der Schiller geschrieben hat. Also diese Nationalschaubühnenbewegung, die ja nicht von ihm erfunden worden ist. Lessing ist ja der eigentlich viel wichtigere, damit verbundenere Name, die um die Mitte des 18. Jahrhunderts entstand und dann 1777 bzw. 1779 auch zur Gründung des Nationaltheaters in Mannheim führte, wo ja eine neue gesellschaftliche Schicht, das deutsche Bürgertum, das zu Wohlstand gekommen war, aber keinerlei politischen Einfluss hatte, versucht hat, einen eigenen Kommunikationskanal aufzubauen, eine eigene Kulturinstitution, in der diese Schicht ihre eigenen Themen verhandeln konnte. Und das finde ich für die heutige Zeit interessant, auch in einer Institution, die eben diesen historischen Namen Nationaltheater trägt, sich zu fragen, wer ist denn heute diese vielleicht neu entstehende gesellschaftliche Schicht oder die neu entstehenden gesellschaftlichen Schichten, für die nicht nur, aber womöglich auch das Theater ein Ausdrucksmittel sein könnte. Und vor diesem Hintergrund finde ich beispielsweise Bewegungen oder Organisationen, wie die neue deutsche Literatur, die neuen deutschen Medienmacher, also Menschen, die in ihren Familien, in ihren Biografien auf Migrationsgeschichte zurückblicken und auf einen Anspruch auf ihren Platz in der gesellschaftlichen Mitte erheben, total interessant.
Danke. Ich staune ein bisschen, dass man eigentlich über diesen Text, den Frau Schweger gelesen hat und auch davor, dass die reden immer über den Inhalt zu sprechen über die Musikalität bei Schiller, beziehungsweise wie der Text konstruiert ist. Und ich finde, was bei Schiller, wenn es was gibt, was spannend ist, es gibt auf einer Seite die Inhalte und da kann man sich darüber streiten, ob sie noch aktuell sind oder nicht, passend sind oder nicht. Ja, ist alles richtig. Aber Schiller hat einen ganz bestimmten Ton. Und das hört man sehr gut in dem Text auch von, das Frau Schweger gelesen hat. Obwohl, ich finde interessant, ein paar Sätze aus dem Text zu nehmen, finde ich schwierig. Weil das ist ein Text, der lebt von dem Aufbau und von der Rhetorik, die sich durch die Zeit beschleunigt bis zu diesen Apotheosen am Schluss, wo man glaubt letztendlich, er ist selbst auf der Bühne, er ist überhaupt nicht mehr an einer Rede, das ist auch vielleicht eine Bühne auch, aber letztendlich, darum geht es bei Schiller, glaube ich, das ist dieser Enthusiasmus. Und das ist dieser Enthusiasmus, der führt aber zu nichts. Es ist den Enthusiasmus für den Enthusiasmus, was er auch bei vielen seinen Figuren auf der Bühne immer zeigt. Deswegen habe ich Don Carlos genommen, wie der Marquis von Posa, denn er führt letztendlich in Absurdum, dass er nach der berühmten Rede, den er trägt, einfach zum Diener des Königs wird. Und das, glaube ich, bei Schiller ist eigentlich super spannend. Wie schreibt er? Und da spricht ein Franzose, der vielleicht mehr auf die Sprache achtet. Deswegen bin ich nicht d'accord. Also in Frankreich ist der Text unglaublich wichtig im Theater. Viel mehr noch als in Deutschland. Und auch das Wie des Textes. Und da finde ich Schiller hoch beeindruckend. Nicht nur, weil die Texte rhetorisch effizient sind. Das kann auch gefährlich sein, wie sie manipulieren können. Ich kann mich erinnern, als ich Don Carlos inszenierte in Hamburg, nach jeder Aufführung, wo David Striso sagte, geben Sie Gedankenfreiheit, die Hamburger applaudierten. Manchmal sogar standen auf. Um alle zusammen, 1000 Leute, die applaudierten David Striso, der diese Rede hält. Also man merkt da, dass es nicht mehr um den Inhalt an sich geht. Es gibt eine Manipulation des Rhetorischen, des Poetischen bei Schiller, die zeigt letztendlich, dass es inhaltlich vielleicht nicht das Spannendste ist, dass der Inhalt an sich, sondern der Enthusiasmus, diese Schwärmerei, die aber letztendlich zu nirgendwo führt als zu einem Scheitern. Und dieses Scheitern, das Schiller uns zeigt, ist vielleicht das Interessante für heute. Das ist genau, was letztendlich in unserem Versuch heute wieder aufklärerisch zu sein oder gerade nicht, aber neue Thesen, Themen zu finden, dass vielleicht Schiller uns zeigt, es geht immer um was anderes eigentlich, als was wir gerade sprechen. Und bei Marquis von Posa merkt man sehr deutlich, aber bei anderen Figuren auch. Und das ist das Spannende bei Schiller, finde ich, ist genau diese sprachliche Bewegung, die ein Scheitern zeigt des Denkens, ein Scheitern des Programms, ein Scheitern. Und das kann man fast hören auch in dem Text, den Frau Schweger gelesen hat, also Teile davon, wenn man den ganzen Text liest, man kann nur denken, Schiller weiß selbst, das ist eigentlich ein Traum, eine Utopie, das ist eigentlich für das Paradies, was er schreibt, nicht für die Erde. Das hindert ihn nicht trotzdem daran, weiter zu schreiben und einen unglaublichen Motor zu haben, um überhaupt das zu formulieren. Und das finde ich bei Schiller das Beeindruckende. Und vielleicht, was heute, wo es darum ginge, heute das fortzuführen. Man darf nicht vergessen, glaube ich, dass diese Leute wie Schiller, Goethe, ganz eigentlich sind am Beginn des Denkens auf der Bühne der Reflexion für das moderne Subjekt, das wir heute sind. Gleichzeitig zeigen sie uns immer die Grenze dieses Subjekts. Und das finde ich ganz toll. Also wenn man zurückkehrt auf dieses 18. Jahrhundert, Beginn 19. Jahrhundert, es wird gleichzeitig vorgeführt, was ein modernes Subjekt sein könnte und gleichzeitig wird gezeigt die Grenze und die Unmöglichkeit dessen. Und das für heute ist wichtig, glaube ich, nicht in alle neuen Debatten, die entstehen, Gruppen, die Tendenz zu Normierung von neuen Formen zu denken. Auch was ist dahinter der Motor für jedes Subjekt, dass es letztendlich um eine Person geht, die da ein gewisses Anliegen hat, der nicht mehr zu tun hat mit einem politischen großen Aussage für die Welt. Und das Schiller selbst, glaube ich, hat einen Grund und sein ganzes Leben daran gehabt in allen Texten. Vielen Dank, Herr Chetouan, für beides, für den Hinweis auf die Musikalität der Texte. Ich glaube, wenn Schiller manchmal, als er
falsche Shakespeare bezeichnet wurde, dann nicht aus einem falschen Vergleich von literarischer Bedeutung, sondern wegen der Musikalität. Wenn man es laut liest, es klingt bis heute, ja, vielleicht mal für uns heute die nüchternen Deutschen ein bisschen zu doll klingt, aber es klingt. Und wir haben nicht viele Schriftsteller, die klingen, wenn man sie liest, die also Poeten sind, auch in ihren wissenschaftlichen Texten und nicht nur in ihren Dramen. Das andere ist Ihr Hinweis auf die Vergeblichkeit allen Tuns. Wunderschön. Um es mit Camus zu sagen, wir müssen uns Schiller als einen glücklichen Menschen vorstellen. Er ist der Sisyphos der Bühne. Er weiß, was immer wir tun und mit welch Pathos auch wir es vortragen, am Ende führt es zum Nichts. Das ist die rhetorisch brillante Hoffnungslosigkeit. Darf ich das nochmal in unser kleines Podium geben, bevor wir dann, ich glaube, wieder auf eine ganz selbstverständliche Art den Spättext, nämlich genau jenen Don Carlos, mit dem großen rhetorischen Aufräumen und dem kleinen politischen Ergebnis hören. Ja, also ich finde das eigentlich sehr schön, was Sie gesagt haben, Laurent, dass sozusagen auf diesen poetischen Kontext einzugehen und auf die Sprache und auf die Leidenschaft. Das stimmt schon. Nur trotzdem, glaube ich, dürfen wir, insofern haben Sie recht, dass es da eine große Gültigkeit noch gibt, sich mit Schiller zu beschäftigen, auch heute noch. Ich würde trotzdem das gerne in Frage stellen wollen, ob auch die Form der Leidenschaft ob die sozusagen noch die wirklich uns anspricht. Diese Form von Empathie, die erfordert, also ich habe jetzt irgendwie daran denken müssen, weil ich ja auch in, Sie haben es ja erwähnt, Herr Peter, dass ich in Herrenhausen in Hannover gearbeitet habe, wo ein anderer Gelehrter sozusagen sein Unwesen oder sein Wesen trieb. Und Leibniz war schon einer, und das war viele Jahre davor, ja, eigentlich ein viel, sehr das Ganze aus einem geschlossenen Kosmos gesehen hat, die Gesellschaft und die Welt, hat er in seinen Drôle de Pensée, das ist ein kleiner Text, ja, darauf hingewiesen, was man eigentlich im Kunstraum wirklich alles machen kann. Und er hat gesagt, man kann ununterbrochen experimentieren, herausfinden, Sachen erfinden, visionär sein, stolpern, scheitern, das alles ist möglich. Einfach in Diskurs geraten. Und das ist eine Form von, vielleicht weil er auch viel in Frankreich gelebt hat, eine Form von Leichtigkeit des Denkens, ja, die nicht sozusagen bei aller Poesie, die Schiller entwickeln, bei aller Musikalität, habe ich immer das Gefühl, diese moralische Keule, ich sage es jetzt erstmal ein bisschen provokativ, verhindert auch, dass man das, was er eigentlich einfordert, dass man lächelt und die Dinge leicht nimmt, ja, weil man erkennt, dass der Mensch an seine Grenzen stößt, eben gerade nicht dazu in der Lage ist, sondern in ein Korsett gezwängt hat, wenn man sich sozusagen seinen Werken ausliefert, die einen sozusagen sagen, wie man zu handeln hat, aber mir nicht unbedingt die Freiheit geben, selber herauszufinden, wie ich zu handeln hätte oder wie ich handeln könnte. Und das ist so quasi, wo ein Weltbild sozusagen mir vorgegeben wird als Muster. Es ist wie eine Handlungsanweisung. Und diese Handlungsanweisung würde ich zumindest gerne diskutieren wollen. Ich stelle sie nicht unbedingt in Frage, aber ich möchte sie diskutieren. So schön sie verpackt ist, ist das auch vielleicht die Gefährdung, ja, weil sie so schön verpackt ist. Ja? Also die Verführung, ja, muss nicht unbedingt positiv sein. Ich wollte das nur anmerken, weil ich das wirklich toll fand, was Sie, wie Sie das auch verteidigen. Aber ich verteidige nicht den Inhalt, ich verteidige die Form. Und ich glaube, Schiller ist da vielleicht sogar weiter als das. Ich glaube, Schiller selbst weiß, dass seine Keule, seine Moralkeule, wie Sie das nennen, er weiß, dass es nicht geht. Ich glaube nicht, dass er uns sagt, diese Keule ist das Modell, das Sie alle jetzt im Leben haben sollen. Er zeigt uns auf der Bühne oft mit seinen Figuren, dass sie letztendlich scheitern damit. Deswegen geht es nicht um eine Idealität der Umsetzung, sondern er zeigt gleichzeitig die Möglichkeit,
der Enthusiasmus dafür und dass es eigentlich scheitert. Deswegen geht es um nichts bei Schiller. Und da finde ich ihn einfach unglaublich aktuell, von diesem Punkt aus. Dass wir müssen, gerade wo heute viele suchen nach neuen Sprachen, neuen Bewegungen, neuen Gruppierungen, um politisch zu denken, Achtung, welche neue Moralkeule wird da gebracht, statt dass man guckt, letztendlich, was ist die Beweggründe von jedem Einzelnen und nicht universell denkt. Und ich glaube, Schiller zeigt genau den Widerspruch zwischen diesem universellen Denken und dem subjektiven Begehren von jeder seiner Figur, die letztendlich damit nichts zu tun hat. Oder gerade im Gegenteil zu dem, was universell vertreten wird. Also ich würde nicht sagen, dass Schiller, ich bin komplett mit Ihnen d'accord über die Frage mit der Moralkeule, aber ich glaube, dass sich Schiller vereinfachen zu sagen, er glaubt daran, dass es geht. Ich sehe Skepsis bei Frau Schweger und eine Wortmeldung bei Herrn Holzhauer, bevor wir, was Herr Schetuan sagt, am Text überprüfen werden. Also. Elisabeth, willst du zuerst oder? Ich finde es einen sehr interessanten Gedankenraum, den du da in die Diskussion gebracht hast, weil natürlich ist das so, das merke ich ja auch jedes Mal, wenn ich mit diesen Texten, wenn sie gut gesprochen werden, konfrontiert bin, dass sie einfach eine wahnsinnige Sogwirkung und auch eine wahnsinnige Kraft entwickeln, die sie tatsächlich oftmals eher Musik zu entwickeln in der Lage ist als gesprochener Text. Und ich glaube tatsächlich auch, dass bei, also zumindest in lichten Momenten bei Schiller durchaus auch eine gewisse Fähigkeit zur Selbstkritik oder zur Selbsteinschätzung da war. Er hat ja selber dann auch über diese Rede über die Schaubühne als moralische Anstalt gesagt, na, ist das Pathos wieder mit mir durchgegangen. Die Rede war ja auch eine Bewerbungsrede. Er wollte einen bezahlten Job in Mannheim haben. Eben. Er hat versucht, mit allen rhetorischen Mitteln die potenziellen Auftraggeber davon zu überzeugen, ihn zu engagieren. Hat leider nicht geklappt, war die falsche Strategie, aber das Eingestehen, dass es eben eine Strategie war, die er da verwendet hat, das hat er ja selber getan. Und das sollte man auch im Hinterkopf haben, dass die Absicht oder dass das, was im Text steht, nicht unbedingt die Absicht des Autors beim Verfassen war. Und ich finde es auch nach wie vor faszinierend, das haben wir im Vorgespräch, habe ich das kurz angedeutet, wenn wir Vorsprechen machen und gerade Absolventen von Schauspielschulen einladen zum Vorsprechen, dass ganz, ganz oft Schiller vorgesprochen wird. Ganz oft Franz Mohr, seltener Karl, ganz oft auch Elisabeth oder Maria aus Maria Stuart, die anderen Stücke eher weniger, weil das natürlich Figuren sind in ihrer Sprache, in ihrem Aufbegehren hemmungslose Figuren, hochenergetische Figur mit hochenergetischer Sprache und natürlich auch ein guter Gradmesser dafür, wie gut ist denn jemand in der Lage, gedanklich diese ja nicht ganz einfache Sprache zu durchdringen? Also ich höre ja einem Schauspieler erst dann zu, wenn ich das Gefühl habe, er denkt auch, was er sagt. Und die Herausforderung, den Gedanken bei Schiller zu erfassen und über diese extrem ausgeformte Sprache auch zugänglich zu machen, die ist besonders hoch. Es gibt einen schönen Begriff, den Elfriede Jelinek über Schiller geprägt hat, die von Schillers Sprechwut gesprochen hat. Die Figuren, die tun ja relativ wenig. Schillers Stücke sind oftmals ja auch sehr statische Angelegenheiten. Die Figuren entäußern sich tatsächlich in dem, was sie sagen, in ihrer Sprache und das aber extrem vehement. Und natürlich hat diese Sprache bis heute die Kraft, einen umzublasen. Das sehe ich auch. Trotzdem, und da bin ich dann eher bei Elisabeth Schweger, kann ich nicht von den Dingen, die er eigentlich sagt, oder aber auch, und das haben wir vorhin nur am Rande gestreift, das, was später in ihn hineingelesen worden ist, absehen. Also ich finde Schillers Rezeptionsgeschichte eigentlich fast genauso interessant, wie das, was in den Stücken selber drinsteht. Ja, also ich meine, das ist voneinander nicht zu trennen. Also ich finde das klar, dass die Texte von Schiller eine wahnsinnige Kraft haben, haben ja auch dazu geführt, dass sie bis heute existieren, ja, und verarbeitet werden und dass man noch immer etwas darin findet, wo man denkt, das muss man hören, ja. Aber die Emphase, die drinnen ist, ja, ist auch meiner Ansicht nach, ich sage es jetzt nicht gefährlich, weil das wäre genauso moralisch, aber zumindest widersprüchlich. Und die Form vom Inhalt zu trennen, geht auch nicht.
Also ich finde, dass da, wo Schiller sich selbst rettet, wenn er 20 Jahre später sagt, da ist ihm sozusagen das Pathos mit ihm durchgegangen, heißt ja, dass er auch da differenziert über diesen Anspruch noch einmal nachgedacht hat, ja? Und sich selbst. Aber ich kann nicht sagen, es ist ein musikalischer Text, er ist ein leidenschaftlicher Text und dann nicht über die Inhalte reden. Ja? Weil er benutzt. Nein, auf keinen Fall. Ja. Und die treiben ja etwas und die verursachen etwas bei mir als Betrachter oder Zuhörer. Und wenn ich sozusagen wie ein Tsunami überschwemmt werde und dann gar nicht mehr zwar nur noch leidenschaftlich sein kann, aber aus der Reflexion dadurch rauskomme, dann verfehlt er sein Ziel. Und da ist er ja auch wieder spannend, weil er eben nicht so einfach ist. Ja. Aber das ist genau das Spannende, dass das Ziel verfehlt wird. Genau ja, das. Da haben Sie recht. Also als Regisseur oder als Macher oder als Umsetzer von solchen Texten, genau diese Widersprüchlichkeiten nach oben zu bringen und vorzuzeigen. Aber da sind wir dann im Bereich der Interpretation. Ja? Und dann frage ich mich immer, wie liest du das noch heute? Wenn du nicht unbedingt an die Interpretation denkst. Und wenn ich an die Interpretation denke, ist der Raum, in dem ich es spiele oder umsetze, adäquat, um all diese Widersprüche für ein heutiges Publikum, das in einer anderen Situation ist, noch effizient zu machen. Das ist einfach das Einzige. Ansonsten kann ich Ihnen da sehr gut folgen. Das finde ich auch schön. Ich habe viel an Heiner Müller gedacht, der ja ähnliche poetische und vor allem diese hohe kompositorische und musikalische Kraft hat, die vor allem im Französischen, in den französischen Übersetzungen besonders gut hervorkommt. Aber je nach Text natürlich sind die Texte für die Bühne auch gedacht. Das heißt, man kann sie nicht lesen als in der Vorstellung, dass Schiller eigentlich das auch für die Bühne geplant hat. Man kann sie nicht als Text rausnehmen, besonders in damals. Heute könnte man darüber reden, ob die jungen Dramatiker einen Unterschied machen zwischen Bühne, Film und so. Und vielleicht ist es gerade gut so, dass es keinen Unterschied mehr gibt in den verschiedenen Formen, die auf die Bühne gehen. Aber damals war sehr klar, es ist für die Bühne geschrieben. Und deswegen die Interpretation spielt sofort eine Rolle im Sinne von schauspielerisches Sprechen oder was heißt ein Körper, der so einen Text spricht und so weiter. Aber ich glaube, das Scheitern, dieses Fehlen, dass es gerade nicht funktioniert, ist das Spannende da drin, wo diese Pathos gerade den Inhalt komplett bedeckt und dass man nicht mehr folgen kann, worum es da eigentlich ging. Und dieser Widerspruch, glaube ich, ist für heute sehr spannend, wo es mit viel Pathos heute Themen behandelt werden und nicht ungefährlich, wo es gerade nicht um Differenzierung, gerade nicht um Zurücknahme, gerade nicht um Nuancen, sondern gehauen wird mit großem Pathos sofort in viele Themen, die gerade uns alle beschäftigen, so weit, dass Menschen fangen an, Angst zu haben, zu sprechen in den sozialen Medien und so weiter, sofort eigentlich gehauen wird. Und da muss man sich schon fragen, ob diese Pathos gerade nicht ein Problem heute auch ist, die Schiller uns auch zeigt, wo man sich fragen sollte, wie benutze ich auch eine Debatte, um eigentlich andere Thematiken mit mir durchzuarbeiten, was der Marquis Posa tut. Ja. Aber ja, ich will nicht sagen, Poesie und Form ist egal. Nein, nein, ich bin komplett d'accord. Es geht um die Einschränkung und da oder die Verschränkung. Und da wäre interessant, aber es ist weit von unserer Debatte heute, glaube ich, zu vergleichen Kleist, Schiller, Goethe, Kleist, Schiller. Warum, wenn ich rede mit jungen Dramatikern, sie sagen ja zu Kleist und ja zu Goethe, aber nein zu Schiller. Also, und es ist genauso alt. Die Sprache von Kleist ist noch schwerer zu lesen eigentlich als die Sprache von Schiller. Da geht es nicht nur um die historische oder Historizität der Sprache. Es gibt etwas in der Sprache von Schiller, das kaum Luft lässt für Widersprüche, für Öffnung, für was wir alles davor gesprochen haben. Gerade auch, Frau Schwegger, was Sie sagten, es gibt nicht mehr die Wahrheit, sondern mehrere. Und ich glaube, Kleist und Goethe haben dann natürlich eine ganz andere Öffnung in ihren Texten. Kleist auf jeden Fall. Wo gerade das Gegenteil geht. Es geht gerade nicht um die Wahrheit, sondern um die Möglichkeit dessen. Und bei Goethe die Distanz,
die Goethe als Autor bringt, natürlich gibt es eine andere Luft, auch egal danach inhaltlich, wie man sich damit streiten kann, die Form schon auch der Sprache ist eine andere. Mir fällt es schwierig, ich habe mit den drei Stipendiaten, also Paten, die wir da genommen, die ich da gewählt habe, wir haben viel eigentlich darüber geschrieben. Zu sprechen über Schiller allein fällt mir schwer. Ich finde es spannend, Schiller, Goethe, Schiller, Kleist. Hölderlin könnte man noch dazu hinzufügen, obwohl das ist ein Elektron, der ein bisschen woanders sich dreht. Aber trotzdem, diese Dreieck ist da interessant, glaube ich, ja. Vielen Dank. Ich muss gerade in zwei Richtungen ein bisschen schmunzeln. Unser Kultursenator sagte gestern, Ironie ist Glückssache, vor allem in Videokonferenzen. Probier es trotzdem. Wir führen auf der einen Seite, und das ist besonders komisch, wenn man unsere sehr unterschiedliche Herkunft denkt, eine sehr deutsche Debatte um Inhalt versus Form. Und ganz deutlich wird offenbar die große deutsche Angst vor der Form. Vielleicht hatten wir bei Schiller ein bisschen zu viel davon, aber wenn ich es angelsächsisch angucke, dann ist das überhaupt nicht zu trennen. Die Form hat ihr Recht in der Rhetorik, in der Überzeugungskraft, genauso wie der Inhalt, das eine oder das andere hat wenig Sinn. Und ich freue mich eigentlich über Leidenschaft in Sprache. Andererseits, jetzt gucke ich als Schwabe drauf, und wenn man es noch so liest heute, gell, der Schiller, dann denkt man, ha, es ist schon ein bisschen arg. Ja. Damit, lieber Herr Chetuan, zu Don Carlos und der Vergeblichkeit der großen Geste, die dann im kleinen Amt endet. Ja, also zuerst auch danke sehr für die Einladung. Und ich habe eigentlich mir überlegt, welche Texte ich nehmen würde. Und ich habe dann angefangen, ein bisschen zu recherchieren, zu lesen. Und ich merkte, nee, was habe ich gemacht? Ich habe Kabarett und Liebe inszeniert. Das war meine erste Inszenierung in Oldenburg. Und Don Carlos, ein Schauspiel aus Hamburg. Und ich dachte, einer von diesen beiden Texten muss ich da nehmen. Und ich hatte sofort in Erinnerung die Arbeit mit David Stresow als Marquis und diese berühmte Rede, wo Marquis sagt, geben Sie Gedankenfreiheit. Und genau kann ich mich erinnern auch an die Sprache, die, als ich das, wie ich lachen musste fast, an jedem Wort, den der Schiller benutzt, um irgendwie so aufklärerisch zu klingen, wo man merkt, es ist in einem Bad, wo es um was ganz anderes geht und welcher Spaß das machte, da auch zu inszenieren und dieses Scheitern, diese Erschöpfung zu inszenieren. Man darf auch nicht, glaube ich, dieses Spiel um das Nichts, ich glaube, das ist bei Schiller ein wichtiger Punkt, das heute uns fehlt, wo wir vielleicht alles viel zu ernst heute wieder nehmen. Ich fange an, was zu lesen. Marquis, sehr jüngst kam ich von Flandern und Brabant. So viele reiche, blühende Provinzen. Ein kräftiges, ein großes Volk und auch ein gutes Volk. Und Vater dieses Volkes, das dachte ich, das muss göttlich sein. Da stieß ich auf verbrannte menschliche Gebeine. Sie haben recht, sie müssen. Dass sie können, was sie zu müssen, eingesehen, hat mich mit schaunender Bewunderung durchdrungen. Oh, schade, dass in seinem Blut gewälzt das Opfer wenig dazu taugt, dem Geist des Opferers ein Loblied anzustimmen. Dass Menschen nur, nicht Wesen höherer Art, die Weltgeschichte schreiben. Sanftere Jahrhunderte verdrängen Philipps Zeiten. Die bringen mildere Weisheit, Bürgerglück, wir dann versöhnt mit Fürstengröße wandeln, der karge Staat mit seinen Kindern geizen und die Notwendigkeit wird menschlich sein. König, wann denkt ihr, würden diese menschlichen Jahrhunderte erscheinen? Hätte ich vor dem Flur des Jetzigen gezittert? Seht in meinem Spanien euch um, hier blüht des Bürgers Glück in nie bevölkten Frieden und diese Ruhe gönne ich den Flamändern. Marquis, schnell! Die Ruhe eines Kirchhofs und sie hoffen zu endigen, was sie begannen, hoffen, der Christenheit gezeitigte Verwandlung, den allgemeinen Frühling aufzuhalten, der die Gestalt der Welt verjüngt. Sie wollen allein in ganz Europa sich dem Rade des Weltverhängnisses, das unaufhaltsam in vollem Laufe rollt, entgegenwerfen, mit Menschenarm in seine Speichern fallen. Sie werden nicht, schon flohen Tausende aus ihren Ländern froh und arm, der Bürger, den sie verloren für den Glauben, war ihr Älteste. Mit offenen Mutterarmen empfängt die fliehenden Elisabeth
und furchtbar blüht durch Künste unseres Landes Britannien. Verlassen von dem Fleiß der neuen Christen liegt Granada öde und jauchzen sieht Europa seinen Feind an selbstgeschlagenen Wunden sich verbluten. Der König ist bewegt. Der Marquis bemerkt es und tritt einige Schritte näher. Sie wollen Pflanzen für die Ewigkeit und sehen Tod. Ein so erzwungenes Werk wird seines Schöpfers Geist nicht überdauern. Dem Undank haben sie gebaut, umsonst den harten Kampf mit der Natur gerungen, umsonst ein großes, königliches Leben zerstörenden Entwürfen hingeopfert. Der Mensch ist mehr, als sie von ihm gehalten. Des langen Schlummerns Bande wird er brechen und wieder fordern sein geheiligt Recht. Zu einem Nero und Busiris wirft es ihren Namen, und das schmerzt mich, denn sie waren gut. König, wer hat euch dessen so gewiss gemacht? Marquis, mit Feuer. Ja, beim Allmächtigen. Ja, ja, ich wiederhole es. Geben Sie, was Sie uns nahmen, wieder. Lassen Sie großmutig wie das starke Menschenglück aus Ihrem Fühlhorn strömen, Geister reifen in Ihrem Weltgebäude. Geben Sie, was Sie uns nahmen, wieder. Werden Sie von Millionen Königen ein König. O könnte die Beredsamkeit von allen den Tausenden, die die große Stunden teilhaftig sind, auf meinen Lippen schweben, den Strahl, den ich in diesen Augen merke, zu Flamme zu erheben. Geben Sie die unnatürliche Vergötterung auf, die uns vernichtet. Werden Sie uns Muster des Ewigen und Wahren. Niemals, niemals besaß ein sterblicher so viel, so göttlich es zu gebrauchen. Alle Könige Europas huldigen dem spanischen Namen. Gehen Sie Europas Königin voran, ein Federzug von dieser Hand und neu erschaffen wir die Erde. Geben Sie Gedankenfreiheit, sich ihm zu Füßen werfend. König überrascht, das Gesicht weggewandt und dann wieder auf den Marquis geheftet. Sonderbarer Schwärmer, doch steht auf, ich, sehen Sie sich um, der Marquis wieder, sehen Sie sich um in seiner herrlichen Natur. Auf Freiheit ist sie gegründet. Und wie reich ist sie durch Freiheit? Er, der große Schöpfer, wirft in einen Tropfen Tau den Wurm und lässt noch in den toten Räumen der Verwesung die Willkür sich ergetzen. Ihre Schöpfung, wie eng und arm, das Rauschen eines Blattes erschreckt den Herrn der Christenheit. Sie müssen vor jeder Tugend zittern. Er, der Freiheit entzückende Erscheinung nicht zu stören, er lässt des Übels grauenvolles Heer in seinem Weltall lieber Toten toben. Ihn, den Künstler, wird man nicht gewahr. Bescheiden verhüllt er sich in ewige Gesetze. Die sieht der Freigeist noch nicht, doch nicht ihn. Wozu ein Gott, sagt er, die Welt ist sich genug. Und keines Christen Andacht an ihn mehr als dieses Freigeistlästerung gepriesen. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Das dauert 45 Minuten lang, wenn man die ganze Szene spielt. Und das finde ich genau das Spannende bei Schiller. Ist diese, letztendlich ist endlos. Er könnte davon und davon und davon und davon und davon und davon weiterschreiben. Vielen Dank. Man könnte auch sprechen von einer, Sie hatten vor das Wort geprägt, Sprachgewalt. Man könnte auch sagen, die Rhetorik der Überwältigung. Ja. Wir sind überwältigt, wenn ich das sagen darf, von dem Gedankenreichtum auf diesem Podium heute, an diesem Sonntagvormittag. Wir nähern uns dem Ende dieser Diskussion. Lassen Sie mich vielleicht zum Schluss diese Frage stellen, im Rückblick auf das, was wir alles besprochen haben. Und damit dann schließen. Um 12.30 Uhr schließt sich an ein kleines Gespräch noch für Mitglieder der Schillergesellschaft. Lassen Sie mich fragen, glauben wir noch an die Kraft der Bühne, wenn wir all das Revue passieren lassen? Schiller, der im Nichts endet und das mit großer Lautstärke. Glauben wir noch an die Bühne als moralische Anstalt? Welche Kraft hat sie heute? Das ist eine weitere Diskussion. Genau. Das kann man leider nicht beantworten in zwei Sätzen. Ja? Weil ich glaube, wir leben gerade in einer Zeit, wo wir das sehr stark in Frage stellen müssen. Wir leben auch in einer Zeit, und das hat Chitwan ja auch angesprochen,
wo wir viele Meinungen haben, aber nicht mehr differenziert recherchiert wird oder die sozusagen die Hintergründe genau bearbeitet werden. Also man ist schnell sozusagen dabei, was zu machen. Ob die Künste das konterkarieren können, weiß ich nicht. Ich finde, jede Form, wo sozusagen sich ein Geist künstlerisch, poetisch, leidenschaftlich oder wie auch immer formuliert, ist wichtig. Die Bühne ist eine Möglichkeit. Also ob sie eine moralische Anstalt ist, das glaube ich einfach nicht, sondern sie ist eine, wenn bestenfalls ein Ort, wo sozusagen, wo wir erfahren, dass Differenzierungen uns sozusagen den Geist öffnen und uns womöglich ein größeres Verständnis von Welt ermöglichen. Aber die Moral wird hier nicht, ist, glaube ich, nicht mehr unbedingt der Gegenstand. Und ich wollte auch noch zu dem Don Carlos-Text sagen, also es ist genau das, wo ich auch das Gefühl habe, wo die absolute Grenze von Schiller liegt. Bei aller Musikalität, es erschlägt und dann denke ich nicht mehr, weil es hat so viel Pathos und so viel Anspruch, ja, an Welt, an Wahrheit, an sonstige Handlungsmöglichkeiten, dass ich mir denke, dass das stimmt heute irgendwie nicht mehr. Ja, also aber Schiller weiß das. Also es wäre falsch zu sagen, dass Schiller würde den Marquis vertreten oder verteidigen. Nein, er ist ja auch eine machiavellistische Figur in Wirklichkeit. Ne? Und natürlich muss man diese Widersprüchlichkeit hervorheben. Die Frage ist, ob die Sprache das noch, ob wir diese Sprache heute noch, ob die noch ankommt bei uns, landet die bei uns. Ich glaube, sie macht doch Angst zuerst auch. Ja. Also wirklich, du denkst, du wirst einfach überschüttet. Ja, es werden zu lang. Ja. Und ja. Da fängt er, das ist aber eine weitere Diskussion. Ja. Ja. Also, ich glaube, famous last words. Oh Gott. Ob mir das gelingt, weiß ich nicht. Aber ich wollte auf Ihre Frage, Peter, die Sie gestellt hatten, also ob das was für ein Potenzial das Theater noch hat und ob es noch eine moralische Anstalt ist oder sein sollte, gerne nochmal antworten. Also auch Schiller hat ja in seiner Rede vom Theater als der moralischen Anstalt nicht behauptet, dass nur das Theater und diejenigen, die das Theater machen und das, was darauf verhandelt werden soll, besonders moralisch sein müsse im Sinne von besonders gut und besonders sittenstreng. Das hat er ja nicht gesagt. Er hat gesagt, das Theater ist der Ort, an dem wir uns sozusagen die nicht aufgeschriebenen Regeln unseres Zusammenlebens jenseits von Religion und von Gerichtsbarkeit durchspielen. Das gilt bis heute. Das ist eigentlich eine sehr gültige Theaterdefinition, die er da abgegeben hat. Insofern finde ich, wahrscheinlich sollte man den Begriff des Moralischen heute vermeiden, oder ich persönlich würde ihn eher vermeiden, aber ich würde sagen, das Theater sollte nach wie vor eine gesellschaftlich engagierte Institution sein, weil es eben von allen Künsten die sozialste ist. Das Theater ist der Ort und die Kunstform, wo sich eine Gesellschaft in aller Öffentlichkeit die Regeln ihres eigenen Funktionierens vorspielt. Und dabei auch zeigt, dass diese Regeln gemachte und keine gottgegebenen oder von irgendjemand anderem vorgegebenen Regeln sind und dass diese Regeln veränderbar sind. Damit wären wir dann bei einem anderen sehr prominenten, einflussreichen deutschen Dramatiker, nämlich Bertolt Brecht. Und ich glaube, darin liegt ein Potenzial des Theaters. Und wir werden auch nicht müde werden, glaube ich, ins Theater zu gehen. Das Theater hat bisher viele mediale Umbrüche überstanden. Es wird auch diesen überstehen. Es wird sich natürlich verändern. Es wird vielleicht nicht mehr das Leitmedium sein, was es womöglich zu Schillers Zeiten war und was es womöglich auch noch in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts war. Das entbindet das Theater aber vielleicht auch von einer gewissen Verantwortung und erlaubt ihm eher auch so in möglicherweise sogenannte Nischenbereiche vorzudringen und Themen aufzuarbeiten, die vielleicht von den Mainstream-Medien und Unterhaltungsformen nicht aufgegriffen werden. Und insofern ist mir um die Zukunft des Theaters gar nicht bange. Und man sollte sich eben auch vergegenwärtigen, dass das Theater tatsächlich noch einer der wenigen Orte ist, wo wir leibhaftig zusammenkommen könnten, wenn es denn im Moment erlaubt wäre. Sobald es wieder erlaubt ist, werden wir das wieder tun können. Und wo wir als Menschen, als Individuen auch merken, dass das Zusammenkommen im öffentlichen Raum anderen Regeln unterliegt als das Zusammenkommen in diesen digitalen Räumen. Und wo auch die Kommunikation im öffentlichen Raum vielleicht ein anderes Maß von, jetzt benutze ich mal einen sehr altmodischen
den Begriff Zivilisiertheit braucht, als es vielleicht die Kommunikation in sozialen Netzwerken tut. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass solche Orte, wo ich nicht als Konsument auftrete, wo ich nicht als Arbeitnehmer auftrete, sondern mal als Individuum und mich dann mit anderen Individuen über das gemeinsame Kunsterlebnis in einen Austausch begebe, unbedingt erhalten bleiben. Wird auch erhalten bleiben. Also, dass man heute nicht als Konsument im Theater geht, das würde ich sehr bezweifeln. Wenn alle Theater mehr Marketingleute engagieren, worum geht es denn? Also Marketing ist da eigentlich ein Konsum zu machen. Sie haben die Dramaturgie ersetzt durch Marketing, mehr oder weniger. Und also ich übertreibe, aber ich habe wirklich erlebt, seit 2000 bis heute, die Balance hat sich umgekippt. Das ist wirklich durch die Jahre langsam geändert. Also ich glaube, die Theater behandeln denn das Publikum auch als einen Konsument. Es werden Studien gemacht, es gefällt denen dann nicht und so weiter. Also man kann das nicht ganz verneinen. Ich glaube, dass auf der anderen Seite müsste man den Unterschied machen zwischen alle Formen, die das Theater hat heute. Es gibt so viele Formen. Tanz, Text und Tanz, Musik, Performance. Es gibt unglaublich viele Richtungen. Deswegen, wenn man vom Theater redet in Bezug auf Schiller, wir reden vom Text. Und da, glaube ich, würde ich auf diese Frage nur antworten, weil wir aus dem Text, ich sage nicht, dass die anderen Formen, ich mache auch Tanz, und da ist kein Text, eben ich glaube dran. Also, aber ich glaube, die Position des Textes ist heute das Thema für das Schauspiel im Sinne von Sprechtheater. Ist noch ein Theatertext möglich heute oder nicht? Das, glaube ich, wäre die Frage für die Bühne. Kann man noch heute für die Bühne schreiben? Können heute noch Klassiker entstehen? Seit Heiner Müller oder Sarah Kane, vielleicht kann man noch dazu zählen, die richtig gespielt werden. Nicht nur einmal, weil man auch Geld bekommt von der Stadt, um sie einmal im Jahr zu inszenieren und dann das war's, sondern die richtig regelmäßig gespielt werden und die eine Sprache entwickeln, die man sagt, das ist eine Form für heute, um unsere Thematik für heute zu bringen auf die Bühne. Das wäre für mich die Frage, die ich jetzt mich nicht wage zu antworten, aber ich würde sie reduzieren zuerst drauf, weil es gibt so viele Formen, ich kann nicht mehr für das Theater generell antworten. Oder wenn man sagt, nur ja, Theater ist wichtig, ja klar, was sonst? Naja, auf die Frage nach den Texten, Entschuldigung, wenn ich da so reingrätsche, würde ich sagen, natürlich können diese Texte geschrieben werden. Wir wissen nur heute nicht, welche das in 100 Jahren sein werden. Ja, das bezweifle ich, dass heute so geschrieben wird, dass sie wirklich für die Bühne interessant sind. Aber es ist eine andere Debatte.